Ja. Ach, jetzt geht's. Smoothie willst du haben? Na gut. Hallo Tierfreunde und willkommen zum nächsten Kochvideo. Ja, heute habe ich wieder ein kinderfreundliches Rezept für euch. Und zwar kennt ihr vielleicht diese Gemüsewäffelchen, die es jetzt hier und da zu kaufen gibt. Die, ja, kenne ich jetzt als Geschmacksrichtung Karotte Pastinake. Und ja, die sind irgendwie mit Dinkelmehl und noch ein paar anderen Sachen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, jetzt leider, so zu Waffeln gepresst worden. Und ja, viele Kinder stehen da wirklich wie verrückt drauf. Und die wollte ich jetzt gerne mal nachmachen. Ich habe sie allerdings jetzt glutenfrei gemacht und habe die Rezeptur auch relativ einfach gehalten. Das heißt, ihr braucht nicht viele verschiedene Zutaten. Was das Gemüse betrifft, nehme ich jetzt nur Karotten. Allerdings, ja, ich denke, ihr könnt da auch so alles andere nehmen, was ihr möchtet. Rote Beete, Pastinake, vielleicht sogar Brokkoli. Ja, ich habe es natürlich ausprobiert. Also, wenn ihr das mal zu Hause testet mit anderem Gemüse und es funktioniert oder es funktioniert nicht, dann schreibt es mir doch einfach mal bitte in die Kommentare. Okay, los geht's. Ja, ich habe jetzt hier die Möhren, das sind jetzt 250 Gramm. Die schneide ich jetzt einfach ein bisschen klein, damit der Mixer das nicht ganz so schwer hat. Außerdem braucht ihr 100 Gramm Kichererbsenmehl. Das könnt ihr gleich in den Mixer dazugeben. Und circa ein Viertel bis einen halben Teelöffel Salz. Wenn ihr die Waffeln jetzt nur für euch macht, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr Salz verwenden, wenn ihr möchtet. Und außerdem 100 Milliliter Wasser. Und ungefähr 20 Milliliter Öl. Das sind jetzt ungefähr 4 Esslöffel. Ich habe jetzt hier Olivenöl, aber ihr könnt im Grunde auch jedes andere Öl verwenden, das ihr möchtet. Zum Beispiel Kokosöl oder Sonnenblumenöl. Ihr braucht jetzt bei dem Rezept auf jeden Fall einen Hochleistungsmixer. Ich glaube, ein schwächerer Mixer wird das jetzt nicht schaffen. Und mit einem Pürierstab glaube ich das auch nicht so wirklich. Ihr könnt es natürlich mal ausprobieren, indem ihr die Möhrenstücken einfach noch kleiner schneidet und das Ganze einfach noch länger mixen lasst. Aber ich denke mal, die meisten wird das einfach überlasten. Ich werde das jetzt ungefähr 2 bis 3 Minuten lang mixen. Am Anfang wird das noch ein bisschen grob sein und sich nicht alles von selber runterziehen. Das heißt, ich werde ein bisschen stopfen müssen. Und wenn der Teig sozusagen fertig ist, das merkt ihr daran, dass es am Ende sich wirklich selber runterzieht und der Teig sozusagen flüssig genug geworden ist, dann sind auch die Möhrenstückchen auch wirklich fein genug, dass ihr da solche ganz feinen Waffeln draus backen könnt. Los geht's! So, das war jetzt ungefähr 2,5 Minuten und so sollte der Teig jetzt aussehen. Also er ist sozusagen recht dickflüssig. Aber wie gesagt, zum Schluss merkt man, dass der Mixer sich das alleine runterziehen kann. Da sieht man einfach dran, dass es dann ja sozusagen flüssig genug ist. So, zum Waffelnbacken braucht ihr jetzt ein ganz dünnes Waffeleisen. Also auch so eins, was ihr auch zum Eiswaffelnbacken nehmen würdet. Das streicht ihr jetzt ein ganz wenig mit Öl aus. Ich habe jetzt hier Kokosöl einfach genommen. Könnt aber hier wieder auch eigentlich jedes andere Öl nehmen, was einigermaßen hitzebeständig ist. Und da gebt ihr jetzt einfach ungefähr 2 Esslöffel von eurem Teig drauf. Und klappt es zu. Drückt das Ganze noch ein bisschen fest. Und eine Waffel braucht so ungefähr 7 bis 10 Minuten. Ich lasse es jetzt auch auf der höchsten Stufe stehen übrigens. Und ja, je nachdem, ja, wie gut auch euer Waffeleisen ist, das ist ja auch von den Modellen unterschiedlich. Und auch, wie braun ihr eure Waffel haben möchtet. Das heißt, ihr könnt es auch noch länger drin lassen. Es kann natürlich irgendwann passieren, dass eure Waffel ja, schon recht fest ist und auch schon ziemlich dunkel ist. Deswegen, ja, würde ich sagen, ungefähr 7 bis 10 Minuten ist eigentlich eine gute Richtung. So, das waren jetzt 10 Minuten. Ich mache das Waffeleisen jetzt mal auf. Ja, das sieht eigentlich perfekt aus. So, und schon habt ihr eure erste Gemüsewaffel. Ja, wie ihr seht, die Waffel ist wirklich super einfach herzustellen. Und sie hält sich nicht allzu lange, beziehungsweise sie hält sich schon. Allerdings, sie wird dann halt
auch recht schnell weich werden. Also jetzt ist sie halt noch richtig schön knusprig. Aber wenn sie denn so eine Weile liegt, wird sie auch weich werden auf jeden Fall. Aber ich finde, das macht nichts. Die kann man eigentlich auch so wegknabbern. Und das Rezept, finde ich, ist auch relativ schnell gemacht. Also einfach die Zutaten zusammenmixen, aufs Waffeleisen und fertig. Da muss man, denke ich, auch nicht so viel auf Vorrat machen. So, mal kosten. Also auch wenn ihr mal was sucht, abends zum Knabbern, zu einem schönen Film vielleicht, dann ist es auch eine super Variante. Und auf jeden Fall denke ich auch gesünder als irgendwelche gekauften Chips. So, jetzt muss die Bus nochmal Milan testen. Guck mal hier, eine große Waffel. Die kann man essen, das ist kein Teller. Ja? Ich glaube, das Pflücken macht gerade mehr Spaß als Essen. Nimm mal ein Stück und steck dir mal in den Mund. Ja, zerpflücken macht mehr Spaß auf jeden Fall. Ich glaube, du hast auch gerade noch keinen Hunger, ne? Guck mal, das hier. Ich soll nicht wegnehmen, okay. Okay. Gut, letztes Mal hat er es wirklich gemocht, da hat er die halbe Waffel aufgefuttert. Aber ich glaube, er hat gerade erst gegessen. Naja. Ist ein Stück Essen noch? Okay. Na gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Auch wenn mir das Ergebnis jetzt nicht so gefällt, anscheinend, oder ich denke mal, er ist einfach satt. Ich hatte übrigens voll noch die Idee, dass man auch super dafür Kürbis verwenden könnte. Werde ich bestimmt auch nochmal ausprobieren für mich. Ja, könnt ihr ja auch nochmal machen. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss. Ach, du fängst an zu futtern.